Ja, die Fortschritte mit der Fluorose sind noch im homöopathischen Bereich. Heute hat sie mir das letzte Stück vom Leckerli immerhin wieder aus der Hand genommen, ganz zärtlich. Und hat sich dann so einen guten Meter von mir abgelegt. Aber dass ich sie streicheln kann, davon bin ich, glaube ich, immer noch relativ weit entfernt, habe ich den Eindruck. Aber gut, vor einer Woche wäre sie jetzt weggerannt, wenn ich so nah an sie rangekommen wäre beim Essen. Und so, ja, sie bleibt. Sie hat wunderschöne weiße Zähne, was eben auch dafür spricht, dass sie jetzt noch nicht so alt ist. Und so einen hübschen Kopf. Und auch ein schönes Fell, wie ich finde. Mir gefällt sie sehr gut, die Flosse. Habe ich die Augen schon erwähnt? Oder so schmeckt? Also da haben wir es jetzt doch mal von ganz nah. Ja, eine hübsche Maus ist es, ne?